könnte man probieren. Thank you.
damit ich euch unter Kontrolle habe. So, ich glaube, ich bin schon zu hören. Dann können wir auch gleich starten. Einen schönen guten Abend wünsche ich allen bei diesem außergewöhnlichen Kepler-Salon. Er hat wirklich sehr speziell begonnen. Jetzt sind Sie ehrlich, wer hätte jetzt gerne noch ein Konzert die nächsten 1,5 Stunden gehabt? Ja, gibt schon erste Fans für diese Kombination von Rektor Martin Rummel am Violoncello und Norbert Dravöger an der Flöte. Eine schöne Kombination. Bruckner war da jetzt aber nicht dabei, oder irre ich? Also der Mozart-Oper lässt sich ja ganz offensichtlich auf 2 Stimmen unter reduzieren. Bei der Bruckner-Symphonie, glaube ich, tät man es da schwerer. Also Bruckner auf 2 Stimmen geht nicht. Gibt es von Bruckner überhaupt nichts, was so für so eine kleine Besetzung ist? Wir haben jetzt zuletzt, es gibt für der Bruckner 7 eine Fassung für 10 Musikerinnen und Musiker vom Schönbergkreis. Mhm. Allerdings mit Harmonium und mit 4-händigem Klavier, mit 5 Streichern, Klarinette und Horn, also das ist dann schon irgendwie, da fehlt nichts an Harmonie, aber sehr faszinierend, weil wir haben das letzten Mittwoch, also das Orchester, Musikerinnen von Bruckner Orchester in der Akademie der Wissenschaften gespielt, das geht schon, aber in 2 Stimmen, da glaube ich, würden wir uns ein bisschen schwer tun, so manche Themen könnten wir schaffen. Aber, also aber, hat der Bruckner überhaupt keine kleinen Formen komponiert? Es gibt es gibt ein paar Klavierstücke, eines sehr berühmt, 1868, die Erinnerung. Jeder, der im Brucknerhaus sozusagen in den mittleren Saal geht, die ersten 2 Takte sind aus der Erinnerung. Ein Klavierstück, das er natürlich für eine Schülerin komponiert hat, 1868. Die er dann wahrscheinlich heiraten wollte, oder? Wahrscheinlich. ist anzunehmen. Und es gibt, das finde ich sehr zauberhaft, das ist ein 3-Minuten-Stück, ist wirklich ein sehr zauberhaftes Stück. Alles andere sind so ein bisschen frühe Fantasien und der Steiermärker und natürlich nicht zu vergessen, als Studienwerk das Streichquartett, aber allerdings sozusagen das war eine Aufgabe bei Simon Sechter und dann sehr zentral das Streichquintett, wie das der Helmesberger in Auftrag gegeben hat, schon in der Wiener Zeit, das schon ausgewachsen ist, aber sonst braucht man natürlich schon so 80 bis 100 Leute, um seine Musik zu verwirklichen. Also klein hat das nicht gegeben. Herr Rummel, wie ist Bruckner für einen Cellisten? Ist das eine Herausforderung oder ist das easygoing? Naja, das Streichquintett ist eine Herausforderung. Das ist, glaube ich, für das ganze Ensemble eine Herausforderung. In den Orchesterstimmen, also da kann ich nur vom Zuhören sprechen, die Erfahrung habe ich nicht, das im Orchester gespielt zu haben. Aber man braucht Stamina, weil wenn man da stundenlang tremolieren muss. Also geht man vorher besser ins Fitnessstudio, man sollte halt fit sein, Handel heben natürlich. Und so. Wie trainiert man das? Wie trainiert man das? Naja, man muss fit sein. Also üben hilft entgegen der Landläufigen. Das ist wahrscheinlich etwas, was Sie Ihren Studenten auch zu vermitteln versuchen. Ja. Ja. Und wie kommt die Botschaft an? Unterschiedlich. Ich habe Sie ja noch gar nicht vorgestellt, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, sehr viele unserer Gäste werden Sie kennen. Martin Rummel, nicht nur Cellist und als Cellist auch mit zahlreichen Aufnahmen in der Zwischenzeit vertreten, sondern auch Rektor der Anton Bruckner Privatuniversität. Und heute auch deswegen hier, weil diese Universität ihr 20-jähriges Bestehen feiert und das mit einem Buch macht. Und dieses Buch, das Sie sehen, das sehr schön und gediegen ist, 20 Jahre, 20 Stimmen, gestaltet von Verena Hahn-Oberthaler und Gerd Obermüller, die auch hier heute zu Gast sind. 20 Stimmen, Professorinnen, Professoren, Lehrende, Lehrende der Anton Bruckner Privatuniversität, die Studierende, Absolventinnen, die zu dem, was sie über Kunst, über Vermittlung, was sie über die Spezifika dieser Universität und die Auswirkungen auf ihr Leben, auf die Gesellschaft zu sagen haben, sprechen. Und Norbert Dravöger, der ja, glaube ich, von sehr vielen Hüten heute den Brucknerhut aufhat, und zwar den Intendanten der Kulturexpo Anton Bruckner 2024, die ja schon voll im Gange ist, da werden wir darauf noch zu sprechen kommen, der ebenfalls ein Buch veröffentlicht hat, Norbert Dravöger.
Aber ist gar nicht so falsch, weil Sie sehen, da sieht man den Norbert Travöger ein halbes, nicht einmal ein halbes Gesicht, der Bruckner ist zwei Drittel Gesicht. Bruckner Journal einer Leidenschaft, darüber werden wir auch noch ein bisschen reden. Aber fangen wir vielleicht, Ich würde nur persönlich sagen, es ist wunderschön, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Der Kepler-Salon ist mir ja wirklich ans Herz gewachsen. Und das ist halt ein bisschen so wie Heimkommen ins Elternhaus, wenn man gerne heimkommt und man kennt sozusagen jedes Eck und man war doch eine Zeit lang weg. Erstens danke ich für die Einladung und zweitens möchte ich auch sagen, es macht mich sehr glücklich, wie der Salon lebendig ist. Cornelia, wie dieser unverwechselbare Raum, den wir hier in der Stadt haben, weiter vibriert, das finde ich ganz großartig. Dank Rektor Koch, sozusagen, dass die JKU, dass dieser Raum wirklich weiter schwingt, gerade in diesen Tagen, und das habe ich ja sozusagen immer gesagt, wo Menschen zusammenkommen, im Gespräch sind, das finde ich, das muss ich einfach persönlich sagen, und danke dafür, ich freue mich sehr. Ja, beginnen wir vielleicht doch mit der Anton Bruckner Privatuniversität. 20 Jahre, das klingt jetzt ein bisschen wenig, ist aber eigentlich sozusagen nur die halbe Geschichte, weil es nur um den Titel einer Universität geht oder um die Institution Universität. Ja. In dem Buch gibt es ja auch ein Kapitel, wo die Geschichte aufgerollt wird und da sieht man ja, dass tatsächlich Bruckner von Anfang an involviert ist in das, was später Bruckner Universität wird. Ja, also er als Person jetzt vielleicht nicht, weil er hat ja bekanntermaßen abgelehnt, die Vorgängerinstitution zu leiten. Aber der Musikverein, Singverein, der dann diese Musikschule gegründet hat, die ja dann zunächst auch eine Orchesterschule sein sollte, also in der Zwischenkriegszeit, der hat natürlich sich auch der Pflege der Werke Bruckners verschrieben gehabt. Und dadurch war das natürlich omnipräsent und besonders der Kehldorfer in der Zwischenkriegszeit und dann auch Nachkriegszeit hat da ja sehr viel dazu beigetragen. Und als dann das Konservatorium wirklich gegründet wurde, also aus dieser Musikschule ein Konservatorium werden sollte, was das Land dann getragen hat, das war 1932, hat man eben gesagt, man nimmt den Namen Bruckner als Leitbild und auch um seiner Person damit ein Denkmal zu setzen für Oberösterreich. Und das hat sich dann, als das Öffentlichkeitsrecht gekommen ist, 1935, eben wirklich manifestiert. Und natürlich war es dann logisch, dass bei der Umwandlung des Konservatoriums zur Universität man jetzt den Bruckner nicht über Bord wirft. Im Gegenteil, man hat ihm dann noch den Vornamen dazugegeben. Ist die Bruckner-Universität eigentlich, wenn man es international betrachtet, so der prominenteste Werbefaktor für Bruckner weltweit, wenn man es... Es kommt darauf an, wenn Sie fragen. Naja, also ich gehe jetzt ein bisschen darauf, dass ja doch sehr viele Studierende mittlerweile aus der ganzen Welt kommen. Ja. Und da ist ja die Frage, ist dieser Name Bruckner auch ein Zugpferd? Also etwas, also, das auch eine Rolle spielt, warum man kommt? Naja, also ich glaube jetzt nicht, dass jemand zu uns kommt, weil wir Anton Bruckner Universität heißen. Aber was es natürlich tut, ist, und ich glaube, das ist das Wesentliche, man muss das ja auf eine Metaebene heben, den Namensgeber einer Universität. Also ob das jetzt Maler-Uni oder Mozarteum oder Bruckner-Uni oder Franz Liszt in Weimar oder, also wie viele Hochschulen gibt es, wo ein Komponist sozusagen Namensgeber ist, das halte ich schon insoweit für wichtig, als es doch zumindest eine bestimmte Geisteshaltung mitgeben kann, über die man immer wieder auch hausintern diskutieren soll und muss, finde ich fast. Mhm. Zu sagen, was bedeutet eigentlich das für uns, den Namen zu tragen? Haben Sie darauf eine Antwort, die Sie uns auch erzählen können? Im Falle Bruckners glaube ich, dass einfach natürlich das nach vorne gerichtet sein ganz wesentlich ist. Also im Sinne von zu öffnen, das Wort Vision fällt leider immer wieder sehr oft, das muss man, glaube ich, ja auch erklären, im Sinn von, das ist jetzt nicht irgendwelche ehrgeistigen Spinnereien entwickeln, sondern wirklich zu sagen, wo kann ich den Horizont öffnen, wo geht es hin, wo noch keiner gewesen ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was einer Universität sehr gut ansteht, zu sagen, wir gehen auf unbekanntes Terrain, weil das, was wir kennen, wissen wir eh schon. Mhm. Ich habe deiner Vorgängerin einmal gesagt, ich finde es so schön, dass die Bruckner-Uni heißt. Natürlich, weil es sozusagen der große Klangsohn des Landes ist, aber
als ewig Lernender der Bruckner war, als einer, der sozusagen den Zweifel geliebt hat und um weiter zu studieren, und als einer, der eigentlich 35 Jahre, 3,5 Jahrzehnte seines Lebens wirklich studiert hat, wenn ich annehme, dass er mit 6 Jahren den ersten Unterricht bei seinem Vater an der Ansfeldner Orgel bekam, dann hat er 3,5 Jahrzehnte immer beim nächstbesten Lehrer, den er so da gelenkt hat, auf gut Oberösterreichisch, studiert. Ob das jetzt sozusagen hier natürlich an der Präparandie, weil wir sehr nahe sind, bei Dürnberger war, vorher natürlich in St. Florian, bei Kattinger, der Beethoven der Orgel war dort Organist, nur dass wir sozusagen ein bisschen die Koordinaten auch haben. Oder dann, wo er dann täglich bis zu zweimal von Kronstorf nach Enns gegangen ist, und da war ein Weg 2,5 Stunden. Und da ist er manchmal zweimal hin und her, weil er die Dienste in Kronstorf gespielt hat, beim Zinetti, und letztlich dann der Fernunterricht als Domorganist bei Sechter, wo er dann mit dem Donau abwärts sozusagen 9 Stunden und zurück 55 Stunden gebraucht hat. Und dann sozusagen mit über 40 Jahren noch bei Kitzler. Dann ist er sozusagen einer, der unglaublich studiert hat. Und ich meine, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, vom Handwerk her, vom Kompositionswissen und Handwerk her, ist er wahrscheinlich einer der umfassendsten Gebildeten des 19. Jahrhunderts. Kommt nur noch der Brahms dran, wahrscheinlich. Genau. Ja. Und er sich bis zum Schluss, darum finde ich immer so wahnsinnig schön, dass eine Uni ist. Einen besseren Namen kann man ja gar nicht haben. Also ich glaube sowieso, wenn man da schon dabei ist, ich glaube, das Allerfatalste, ich sage das auch immer in so akademischen Konferenzen, der fatalste Irrtum einer Universität ist die Erfindung des Wortes Abschlussprüfung. Ja. Mhm. Also das ist, wenn wir das vielleicht irgendwann über Bord werfen könnten, glaube ich, ging es uns allen viel besser. Und das ist Zwischenabschlussprüfung. Ja, Startloch. Aber die Studierenden müssen sich ja, denke ich, so wie Bruckner auch einer ständigen Kritik unterziehen, oder? Ja, nicht nur die Studierenden. Nicht nur die Studierenden. Naja, bleiben wir mal kurz bei den Studierenden, also weil wir jetzt gerade bei Bruckner sind. Bruckner lernen bedingt ja immer auch, sich Zweifeln auszusetzen, etwas noch nicht zu wissen, zu reflektieren, Instrumente zu lernen, heißt, dass man ja ständig an den Schwächen auch weiterarbeitet. Ist das eine typische Musikerkultur, dass man so... Naja, es wäre schön, wenn das eine allgemeine Kultur wäre. Also für uns ist es halt unabdingbar, weil diese Reflexion des sich selbst zu erkennen, was man da tut und wie man das weiterentwickeln kann und wie man einfach sicher sein kann, dass in dem Moment, wo man irgendwas ausdrücken will, das dann auch wirklich rauskommt und es nicht verunfallt, weil einem zum Beispiel das Handwerk fehlt oder wirklich das ausgefeilte Formulieren im künstlerischen Ausdruck. Das geht ja jetzt nicht nur in der Musik, das ist ja in unseren anderen Disziplinen, sei das jetzt Tanz oder Schauspiel, auch so, ja. Nicht? Also wenn ich eine Figur verkörpern muss, dann muss ich ja auch die Emotionswelt und die Gedankenwelt dieser Figur. Aber es ist schon, finde ich, ein Spezifikum einer künstlerischen oder musischen Ausbildung. Also ich habe Jus studiert, ich habe mich nie selbst reflektieren müssen, ich habe nur schauen müssen, ob ich die Gesetze verstanden habe und das auch entsprechend. Aber zum Beispiel bei Sportlern ist es auch so, nicht? Also wenn ich eine bestimmte, was weiß ich, Weitsprung oder so irgendwas, dann muss ich auch so lange an den Details feilen, bis ich dann wirklich genau auf den Punkt abspringe und genau weiß, wo ich da lande. Und jeder halbe Zentimeter, den ich im Laufe der Zeit dazu kriege, zählt. Und so ist es bei uns in Wahrheit auch. Ist Bruckner für Studierende heutiger Tage von seinem Lebensbild und von dem, was Norbert jetzt gerade gesagt hat, hat es noch irgendeinen Animo, also dass man sich da noch etwas... Ich glaube, ja, jetzt nicht für alle. Und also das ist ja mit allen Künstlerpersönlichkeiten so. Manche fühlen sich zu dem einen hingezogen, die anderen zu dem anderen. Manche entdecken ihn früh also wir lesen das in Norberts Buch sehr früh, und manche anderen, so war es bei mir, dann erst viel später. Und dadurch entwickelt man natürlich auch andere Beziehungen zu bestimmten Komponisten, je nachdem wann und wie man sie entdeckt. Mhm. Aber ich glaube schon, und deswegen ist es letztendlich schon auch wichtig, dass in Universitäten ein bestimmter Kanon auch durchexerziert wird, egal wie man diesen Kanon jetzt definiert, das ist eine große Frage, die machen wir jetzt da vielleicht nicht auf, aber dass es immer wieder zu so Schlüsselentdeckungsmomenten im Leben von Studierenden kommen muss, dass man bestimmte Werke, bestimmte Komponisten für sich wie einen Blitzschlag entdeckt,
Also das glaube ich schon. Für mich war so ein Erlebnis einmal im Studentenorchester in Köln, Sacre, mit 19, mit einem wahnsinnig guten Dirigenten in einer sehr guten Hochschule, wo wirklich viele unglaublich tolle Leute studiert haben. Und das hat, also das werde ich nie vergessen. Ne? Das war dann eine Initiale, wofür? Da hat man einfach dann einen Bezug zu dem Komponisten, zu dem Werk, wie man anders nie erlebt. Ne? Wenn man da mal als 19-Jähriger in so einen Orchesterapparat von 120 Leuten reingeschmissen wird und da kracht es einmal richtig mit diesem, mit diesem Stück. Ja, ja. Also Norbert, dein Buch Journal einer Leidenschaft, da gibt es ja eine Geschichte, die du, glaube ich, jetzt anlässlich des Bruckner-Jahres schon öfter erzählen durftest, mit dem Schallplattenschrank deines Vaters und Bruckners Vierte, die du da irgendwie entdeckt hast. Ist das tatsächlich so lebensbestimmend für dich geworden, diese Leidenschaft? Ja, die Musik an sich schon, wobei ich ja immer sagen muss, ich bin in einem Musikhaushalt groß geworden, das darf man nicht vergessen. Also Musik hat von Beginn an, also wahrscheinlich schon in der Schwangerschaft, eine Rolle gespielt und mich umgeben. Aber natürlich dann mit 7, 8 Jahren den Schallplattenschrank meines Vaters durchforstend ist diese Bruckner 4. Und das war ja auch noch ein haptischer Vorgang, nicht? Ja, ja, das aus zwei Hüllen rausgeben, auf die Platte legen und so. Das bedurfte ja, allein dieser Vorgang können wir uns ja heute fast nicht mehr vorstellen, weil wir drücken ein paar Knöpfe und wechseln. Und für mich war das, und das ist, ich spreche natürlich jetzt als über 50-Jähriger retrospektiv, aber für mich war das wirklich wie das Entdecken einer Höhle. Mhm. Und ich bin am Land aufgewachsen und wir haben auch Höhlen entdeckt. Also ich habe auch Höhlen entdeckt. Aber das ist irgendwie, und es ist halt so, wenn man was ergreift, dann ergreift es einen. Da gibt es ja keine Überlegung dahinter. Mhm. Und das hat mich schon ergriffen und hat sich sozusagen auf den Weg gemacht, eine Sonderleidenschaft zu sein und zu werden und immer wieder zu werden. Also, die Sonderleidenschaft ist jetzt Bruckner? Ja, oder? Eine. Ich meine, in diesem Jahr entkomme ich ihm natürlich nicht, aber ich habe heute auch... Hast du selbst auch angezettelt, ja, mit dem Bruckner? Hilft jetzt nichts und ich will dem ja auch gar nicht entkommen, aber... Auch lustig, sozusagen im Lebensweg retrospektiv zu bemerken, ach, ich hatte ja bei der Matura-Frage auch, Wolfgang Mayrhofer hat mich geprüft, Bruckner 7, und kam nicht mehr zu nicht mehr zum Zwischenfragen, weil ich sozusagen so in Fahrt war, dass der Direktor bei der Matura-Rede meine Matura erwähnt hat, dass der Lehrer nicht mehr fragen konnte, weil ich so in Fahrt war. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Nein, er ist heute ganz anders. Das ist Aber so ist halt ein Thema, weil man über was staunt, und ich glaube, das ist ja sozusagen, ja, da sind wir auch in der Kunst, sehr früh wird man von was gefangen, ja, und muss dann sozusagen eigentlich eine Entscheidung treffen, wenn man das beruflich einschlägt, auch sehr früh, weil man eine gewisse Virtuosität, Akrobatik natürlich, ist eine Kindheitsentscheidung. Mhm. Und wir haben alle stundenlang geübt, sehr früh, bis dann natürlich irgendwie mehr oder weniger früh klar war, man wird Berufsmusiker, und dann musst du eigentlich ja ein ganzes Leben lang fit bleiben. Also ich staune ja immer über meine Musikerinnen und Musiker, auch im Bruckner heißt er, über 4 Jahrzehnte auch ein Kollektiv, wo die Jungen nachkommen, zum Teil viel virtuoser sind, wo die Qualität steigt, die mentale Ebene, die Stellen, die schwer sind, bleiben ein Leben lang schwer oder werden wieder schwer in späteren Jahren, virtuose auf dem Instrument zu sein, auch auf der körperlichen Ebene. Das ist ja sozusagen schon eine Entscheidung. Beim Sport ist dann irgendwann mit 30 oder 35 Schluss. Aber das ist ja eine ähnliche Situation. Darum werde ich immer so ein bisschen nervös, wenn man sagt, das Hobby zum Beruf machen. Mhm. Ich weiß nicht, ein Hobby so ausüben in diesem exzessiven, dafür ist ein gewisser Exzesshingabe eine Verausgabung. Und das ist, glaube ich, der Punkt, notwendig. Und sich in dieser Verausgabung, wo wir Handgriffe lernen, aber auch wo von Anfang an wahnsinnig viel Persönliches, weil es ist ja unsere Stimme, die wir da hineinlegen. Darum, glaube ich, ist man auch mit der Kritik, das ist ja wahnsinnig verletzlich. Es ist wie wenn man sagt, deine Stimme klingt nicht schön. Ja. Also ich weiß das selber, einen durchaus leidvollen Studienweg dazwischen gehabt. Aber sich da auszubilden und sozusagen auch im beruflichen Kontext ist ja... Aber darf ich dann noch eine Facette? Ich bin ja nicht Musikerin, damit ich mir das vorstellen kann. Jetzt reden wir gerade über dieses Thema.
was man selbst als Musiker trainiert, ja, wie man sich das aneignet, wie man umgeht. Und dann hat man ja, außer man ist Jazzmusiker oder improvisiert gerade, Notenmaterial eines Menschen, der das schon sozusagen vorgedacht hat, ja, der auch einen solchen Prozess durchgemacht hat. Und jetzt müssen sich ja die Person und diese Idee irgendwie finden. Wie geht dieser Annäherungsprozess vor sich? Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen, sehr unterschiedlich. Also und auch in verschiedenen Stadien im Leben wird es immer unterschiedlicher. Also heutzutage, was ich mir vor, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so überhaupt nicht hätte vorstellen können, heutzutage zu Hause übe ich mit dem Hoteldämpfer. Also im Hoteldämpfer. Da, also wo dann wirklich kaum noch was überbleibt von Ton. Weil ich muss ja nicht für die Musik üben, sondern üben durch die Töne. Also dass das einfach funktioniert. Ne? Weil die Werke, die ich seit 30 Jahren spiele, da habe ich eher Vorstellung, wie es geht. Da muss ich nur schauen, dass ich das dann immer wieder abliefern kann. Bei anderen, da will ich es auch gar nicht so oft hören, weil es mir dann auf die Nerven geht. Also da will ich gar nicht jedes Mal mich ergießen. Zum Beispiel auch, ich spiele ja doch immer noch leicht wahnsinnig ab und zu alle 6 Bachs-Suiten an einem Abend. Und dass man da keine gedanklichen oder Konzentrations- oder physischen Hänger hat, mache ich zum Beispiel als Test auch immer wieder, spiele ich einmal mit laufendem Fernseher, damit ich nicht zuhören muss. Einfach um sicher zu sein, dass wenn mein Hirn irgendwie wegdriftet, es geht noch. Natürlich soll das nicht sein, aber in einem 2,5-Stunden-Konzert, wo man halt, da kann es schon einmal passieren, dass eine Sekunde irgendwo nicht ganz da ist. Und da muss ich sicher sein, dass es trotzdem weitergeht, weil wenn man in einer Bachsuite aufhört, wird es sehr still. Ist schwierig, na? Wieder zum Reinkommen. Genau, naja, man kommt schon wieder rein, aber also das sollte halt tunlichst nicht passieren. Aber ich habe ein bisschen gemeint, diese Ebene sozusagen. Ja, nein, aber also das waren jetzt die 2 mechanischen Dinge. Aber wenn man was neu lernt, dann glaube ich, sind das ja eben genau diese 2 Ebenen. Also, und das ist ja auch anders als jetzt bei einem 17- oder 18- oder 20-Jährigen, der sich viele Stücke dann das erste Mal erkämpfen muss. Natürlich jetzt mit 35 Jahren Konzerterfahrung und ich weiß nicht, wie viele 100 Stücke gelernt, wirklich gelernt, kann man ja lesen. Und hat sozusagen eine musikalische Vorstellung dann doch oft sehr schnell, einfach schon bevor die Finger sie haben. Ne? Und letztendlich muss man dann schauen, dass die Mechanik, also mir geht es so, dass die Mechanik dann dem Kopf und dem Gefühl nachkommt. Mhm. Und dass die das ausdrücken kann, was man eigentlich da jetzt vorhat. Mhm. Und der Feinschliff, das ist dann das allerletzte bisschen, was dann noch kommt, mit wirklich mit Zuhören und sagen, oh, man könnte eigentlich hier. Mhm. Aber ist nicht so, also ich denke, wenn ich es jetzt vergleiche mit Literatur und ich bin jetzt eine Lesende, es gibt Autorinnen oder Autoren, da kann man rasch einklicken und hat das Gefühl, ich kann dem jetzt schnell auch gut folgen oder wir finden eine gemeinsame Ebene irgendwo. Und bei anderen, das ist wie ein experimentelles Puzzlebild anzuschauen, genau, oder zu lesen. Wie macht man das als Musiker? Wenn ich möglicherweise keinen Zugang finde zu einem Komponisten oder einer Komponistin? Ich glaube, was sehr hilft, ist, wenn man sich in eine Situation bringt, wo man nicht mehr muss. Weil dann kann man einfach irgendwann sagen, das will ich jetzt nicht spielen. Also das gibt schon immer wieder, dass man auch einmal Musik hört, wo man sagt, das ist wahnsinnig intensiv, aber da spricht jemand auf Suaheli zu mir. Mhm. Also wo ich schon begreife, das hat irgendwas, aber das kommt einfach da nicht an. Mhm. Und das, also ich bin jetzt zumindest einmal in der glücklichen Situation, ich muss eigentlich, müsste ich gar nicht spielen. Glücklich als Ihre Studierenden, oder? Ja. Ne? Also, aber ich glaube, das ist natürlich, das ist sehr privilegiert, dass man irgendwann sagen kann, das will ich spielen, das will ich nicht spielen, weil wenn es mir nichts gibt, muss ich nicht. Und also, aber wenn es natürlich so ist, dass man muss, dann ist das, was der Norbert vorher gesagt hat, nämlich, dass man ja auch eine gewisse Routine darin entwickelt hat, Hürden zu überkommen und eine gewisse Ausdauer zu entwickeln und auch eine Resilienz gegen künstlerische Niederschläge und Einschläge, die man natürlich erleidet im Laufe eines solchen Studiums, dann hat man auch irgendwann die Tools dazu, dass man sagt, das verstehe ich jetzt alles nicht, aber dann werde ich da jetzt so lange dran herumkauen, bis ich es verstehe. Und du hast das Entscheidende gesagt, das Lesen lernen. Man muss natürlich sozusagen diese Notenköpfe auch lesen lernen und wissen, dass bei
Debussy ein Portato-Strich was anderes heißt, ja, wie bei Mozart. Ja. Und das ist ja sagen, das ist ja ein Code, den wir auch lesen lernen müssen, weil letztendlich geht die Notenschrift auf Guido von Arezzo zurück, 800 nach Christus, mit allen Modifikationen, die es dann gibt. Aber in dieser, also wenn wir die herkömmliche Notenschrift, es gibt ja auch grafische Notationen, anderer Art, ist ja das sozusagen eine jahrhundertelange Geschichte. Aber ich muss natürlich wissen, in welchem Kontext, was heißt dieser Keil, was heißt das, abgesehen vom harmonischen Verlauf, was heißt eine Aufführungspraxis, das ist ein langer Prozess, weil gerade Nicolas Alancourt auch an der Bruckner-Universität eine große Rolle mit dem fantastischen Forschungszentrum spielt, hat ja da gerade aus Barock, Klassik bis zu Schubert hinein vieles geleistet, um auch zu entstauben und sagen, lernt einmal lesen, sage ich jetzt salopp, in welchem Kontext, nicht nur im Pathos, das zu musizieren, wie das funktioniert, sondern was steht da drinnen, in welchem Kontext steht das, wie hat man auf historischen Instrumenten das in Gang, wo wir sozusagen auf modernen Instrumenten auch Erfahrungen und wo die Musik dann vielleicht ein anderes Gesicht, Wahrheit ist in der Kunst sowieso immer ein schwieriges Thema, aber da gibt es viele Wahrheiten, aber das haben Kunstwerke an sich. Wenn es nur eine Wahrheit gäbe, dann ist es sicher kein Kunstwerk, das kann ich garantiert sagen. Und es geht aber auch dieses Freizulegen und dieses Lesenlernen und das sozusagen umzusetzen in Seele, Körper, Herz und im Dialog mit einem Publikum, was ja sehr wesentlich mitspielt in den Konzerten, das umfasst einfach viele Erfahrungen. Wir sollten schon ein bisschen bei Bruckner auch bleiben. Wir sind bei Bruckner. Nämlich beim Buch von Norbert Dravöger würde ich noch ganz gerne bleiben. Ich habe mir ja witzigerweise versprochen da am Anfang, mich würde interessieren, welchen Anteil an deinem Lebensweg, so wie er geworden ist, hat Bruckner. Ja, Bruckner an sich, das könnte ich jetzt nicht festmachen, aber das Wunder der Musik, das ganz bestimmt. Also mit Musik, sozusagen auch meine Begeisterung darüber, sehr früh entfacht zu haben, auch natürlich ich empfinde das als Privileg, sozusagen auch in einem Musikerhaushalt groß geworden, mit dem wirklich, und das in diesen Tagen auch leben zu können, auch als Profession, und wir ausgaben uns ja wirklich täglich, ist ja unglaublich viel Arbeit, ist ja alles andere, aber sozusagen es klingt pathetisch, aber diese verbindende Kraft der Musik und dieser Zauber und die Magie und das Rätselhafte und das Irritierende an Kunst an sich, das ist sozusagen der Anteil, der sozusagen da auch einen Namen hat, und der heißt Anton Bruckner, sehr früh als Erfahrung. Was bringt Bruckner bei dir zum Schwingen? Ich habe das Privileg, wenn ich wahrscheinlich so die letzten Wochen anschaue, ich glaube, niemand hat mehr Bruckner-Symphonien live gehört wie ich, das traue ich mir jetzt wirklich zu behaupten, allein in der Woche mit Marek Janowski, die wir vor kurzem hatten, hatte ich die fünfte viermal wirklich live gehört, weil ich in den Proben auch zum Teil drin sitze. Und es versetzt mich sehr oft, das ist wahrscheinlich auch, weil es sozusagen jetzt eine extremistische Erfahrung, ich arbeite auch in einem Umfeld, wo relativ viel Bruckner gespielt wird, das muss man auch sagen, jetzt noch mehr, der bringt mich einfach immer wieder in Zustände, auch bei Stücken wie die vierte, die ich sicher dutzende Male live im Konzert gehört habe, das rührt was in mir an, das macht mich staunen, das lässt mich immer wieder Neues entdecken, dass mir doch, das habe ich eigentlich noch nie gehört, dass das so geht. Aber es ist was Ungreifbares. Manchmal sitze ich drin und es rührt mich so, dass mir die Tränen runtergrinnen. Und das plant man ja nicht und das überrascht einen einfach. Und das ist so schon was in diesem Brucknerschen Raum, so pathetisch auch das, was klingen mag, dass es mich zutiefst anrührt. Aber auch Bach und andere. Also, ich glaube, es geht um die Ehrlichkeit von einem Komponisten. Ne? Also ob das aufgesetzt ist, irgendein Idiom, oder ob es wirklich aus der genuinen Erfahrungswelt der Person kommt. Und das hat der Bach, das hat der Bruckner, das hat der Schubert. Woran merkt das ein Musiker?
Naja, wenn man das nicht merkt, ist man wahrscheinlich wirklich im falschen Beruf. Etwas genuin ist oder ob sozusagen also ich glaube, man merkt es daran, da hast du jetzt was gesagt, dass man immer wieder was Neues entdeckt, selbst wenn man es lesen kann. Weil das Lesen allein dann eben nicht reicht, ne? Sondern dann kommt das Hören oder im glücklichen Fall auch das Spielen dazu. Also es gibt Werke, auch da kann ich aus 30 Jahren sagen, es gibt Werke, wo man dann irgendwann weiß, wie es geht und das... Und es gibt Werke, also wo man wirklich auch manchmal, du hast es auch gerade gesagt, also kann mich gut erinnern daran, dass man auf, das gab es früher noch, auf Tourneen gegangen ist, wo man also 20 Mal selbe Programm gespielt hat. Kann mich gut erinnern, einmal so eine gemacht zu haben, da war die Brahms F-Dur-Sonate drin. Das ist für mich auch so ein Werk, das kann ich weiß nicht, wie viele Dutzende Male in einem Jahr spielen, auch auf der Bühne und proben und immer wieder. Und im zweiten Satz zum Beispiel, das ist so ein Satz, wo ich immer wieder, also selber fast weinen muss, weil er so schön ist. Mhm. Weil da genau auch sowas vorkommt, da spricht jemand nicht nur zu mir, sondern zu uns allen, aus wirklich der Tiefe seines Herzens. Mhm. Und das ist so authentisch und glaubwürdig, dass. Und ich glaube, das erkennen wir irgendwann, diese Ehrlichkeit. Und da gibt es halt Komponisten, die das in ganz großer Werkzahl können. Das sind dann halt die paar Götter. Aber man darf nicht unterschätzen, dass es das auch immer wieder in einzelnen Sätzen bei auch vergessenen Kleinmeistern gibt. Da gibt es dann manchmal ganz viel Musik, wo der Poulenc gesagt hätte, wie bei den Vivaldi-Musik en Kilometre. Und dann kommt ein Satz, wo man denkt, das gibt es ja nicht. Also der könnte auch jetzt von Mozart, Schubert, Beethoven, Bruckner, you name it sein. Ist ja auch passiert, dass sozusagen ein Stück von Hofmeister genau, für Mozart gehalten wird, nicht? Weil das so genial ist. Ja. Kann man das bei Bruckner, bei den Symphonien sagen, dass es da nirgends sozusagen Versatzstücke gibt, sondern dass immer dieses Ringen um das Genuine spürbar ist? Naja, ich bemühe einen anderen Vergleich, sozusagen eine Figur von Michelangelo. Man kann ja, warum ist die so genial? Weil irgendwie alles stimmt. Und das bei Bruckner ist es eigentlich viel schwieriger, weil sozusagen dieses Kunstwerk ihn oft auch in seiner Disparatheit. Ja, ich habe heute mit meinem ehemaligen Lehrer Dieter Flure gesprochen, der jahrzehntelang Soloflötist der Wiener Philharmoniker ist, aus der Schweiz kommt und er hat zu mir gesagt, und die Philharmoniker spielen ja wirklich viel Bruckner, ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte einen steinigen Weg zu Bruckner. Ich hatte keinen Zugang, für mich war das alles irgendwie so Versatzstücke und Stücklein und das verstehe ich sogar. Und das schreibt auch der Philosoph Ludwig Wittgenstein so gut, weil der überhaupt diese Schriften über Musik von Wittgenstein empfehle ich sehr, der dann drin schreibt, auf einmal, aber jetzt höre ich es als Organismus. Der hat auch diese Erfahrung des Bruchstückhaften sehr lange gehabt und dann hat er einmal eine Erfahrung gehört, dass diese unterschiedlichen Grad-Zustände, das Wirtshaus und die Kirche, der Choral und der einsam Singende, der Tanzende und eine Szene, die in einer Großstadt spielen könnte, sich auf einmal fügen auch. Und wenn wir, ich sage ja immer, wenn wir jetzt Bruckner 7 hören und es sitzen 1000 Leute drin, hören wir ja nicht eine Bruckner 7, sondern 1000 Bruckner 7. Jeder hört seine eigene Bruckner 7. Nämlich das, was sozusagen verfertigt im Hören und was ihn anrührt oder auch kalt lässt. Es ist ja auch so, dass man sich, also jetzt rede ich als Zuhörende, so eine Symphonie überhaupt nicht merken im engeren Sinn kann, oder? Also man kann ja nur in der Gegenwart mitgehen mit diesem Stück und manches klingt dann nach, aber merken im engeren Sinn, was da jetzt aufeinander gefolgt ist, also ich kann mir es zumindest nicht merken. Zum Mitsingen ist wahrscheinlich Zauberflöte einfacher, sozusagen da erwischt dann der Mozart, man kann natürlich Themen singen. Hätten wir wahrscheinlich beim zweiten Stück heute gekonnt, oder? Ja, ein bisschen auf alle Fälle. Ich würde da noch was ergänzen. Ich glaube, das ist ja wie mit jeder Form der Kommunikation und letztendlich ist auch Musik eine Form der Kommunikation. Wenn ich mich als zuhörender Mensch auf das Gegenüber einlasse und das Gegenüber als Mensch verstehe und vielleicht auch mir die Mühe mache, den Kosmos, aus dem das Gegenüber kommt, erkunden zu wollen, dann verstehe ich ihn auch leichter. Und natürlich versteht man
besonders diese genuinen, ehrlichen Komponisten leichter, wenn man ein bisschen was weiß über sie. Mhm. Als Mensch, wenn man vielleicht die Landschaft kennt, aus der sie kommen. Also man braucht ja auch zum Beispiel nur den Elgar anschauen, nicht? Der am Kontinent jetzt nicht so wahnsinnig berühmt ist. Es gibt vielleicht noch das Cellokonzert, wenn es gut geht, noch Enigma-Variationen und dann hört es schon auf. Aber da gibt es unglaublich viele tolle Sachen, die man natürlich leichter versteht, wenn man mal durch England gereist ist. Mhm. Also das ist so. Und beim Schubert ist es natürlich auch so, wenn ich einmal begriffen habe, in was für einer Spannungswelt der gelebt hat und wie sehr der natürlich von auch der österreichischen Volksmusik geprägt ist, aber eben auch von einer Lebensgeschichte, die ein Außenstehender denkt dann immer, beim Schubert ist das Schöne, also es sind die angenehmen Passagen, die in Dur, und genau das Gegenteil ist der Fall, nicht? Dass dort, wo der Schubert ein Dur hinschreibt, dort tut es ihm am allermeisten weh. Mhm. Und wenn ich das einmal begriffen habe, dann spricht der ja ganz anders zu mir. Mhm. Und so ist es, glaube ich, beim Bruckner auch. Natürlich tun wir uns jetzt hier vielleicht leichter, nach diesem Jahr noch dazu, besonders wenn es uns so aller Orten auch im ganzen Land erklärt wird, wo er war und was er dort gemacht hat und so. Einfach, wenn man diese Landschaft anschaut und weiß, wie ein Vierkanthof ausschaut, dann tut man leichter, Bruckners Scherzo zu verstehen. Mhm. Ist so meine Laienhafte, entschuldige, wenn ich da in deinen Vorgarten trample. Und wenn man jetzt so bei der Person bleibt, jetzt, also ja auch in deinem Buch Norbert und in etlichen anderen, die jetzt erscheinen, geht es ja immer wieder auch um das, wie kann man sich denn dieser Person irgendwie nähern. Man kann einen Lebenslauf skizzieren, die Landschaft ist irgendwie klar, die Lehrer, was du schon geschildert hast, ist irgendwie klar. Und trotzdem gibt es, wenn man versucht, die Person zu erfassen, so eine ganze Reihe von Dingen, die sie aufs Erste vielleicht überhaupt nicht zusammenfügen oder für die man keine Erklärung hat, also gar nicht so unähnlich seinen Symphonien, oder? Da trifft er sich, finde ich auch, da trifft er sich sehr gut mit seiner Musik, obwohl ich immer davor warne, Werk und Schöpfer zu verwechseln. Aber da trifft er sich sicher, weil ich sage immer, je länger, dass ich mich mit ihm beschäftige und gerade in den letzten 2-3 Jahren nochmal wieder exzessiv, umso weniger glaube ich, ihn zu kennen. Und ich glaube schon, dass ich mittlerweile ganz schön viel weiß, also und selten überrascht werde. Und man wird dann doch immer wieder überrascht mit Details. Aber man kriegt ihn ja nicht wirklich zu fassen, auch in seiner Widersprüchlichkeit, auch in seiner Koketterie, die vielleicht das Landei in Wien auch an den Tag gelegt hat, die unterstelle ich ihm auch ein bisschen. Mhm. Aber mich fasziniert an der Figur dieses sozusagen Nicht-Aufgeben, diese Resilienz. 1877, das war sozusagen der größte Niederlage, die dritte Symphonie, wo die Leute sozusagen während der Symphonie davonlaufen, aber nicht nur die Leute, sondern auch die Wiener Philharmoniker. Und das nicht Ende des Stücks, sondern schon während des letzten Satzes. Und Bruckner musste selber dirigieren, weil der Urführungsdirigent Herbeck 2 Wochen vorher gestorben ist, im Musikverein, der noch dazu relativ frisch gebaut war, 1877, 70 war es der Musikverein. Das muss man sich mal vorstellen. Also da kannst du mit diesen Verrissen, da ist heute alles, was in der Zeitung steht, harmlos. Mhm. Das waren wirklich Verrisse, Musik, die nach Schwefel stinkt, oder man hätte das Musikverein zusperren müssen, dass niemand die Verrissen. Also eigentlich wie bei uns hier Social Media Kritik. Ja, oder wenn es bei Bruckner zu Hause so ausschaut, da würde jede Hausfrau durchdrehen und. Mhm. Aber diese Resilienz, nächsten Tag aufzustehen und die Vierte zu schreiben und eigentlich mit 60 erst mit der 7. großen Erfolg zu haben, natürlich nicht in Wien, sondern in Leipzig und München. Und dann, wir wollen die Philharmoniker gleich die 7. spielen und er wehrt sich mit Händen und Füßen, bitte diesen jungen Erfolg, dass man nicht gleich wieder versaut auf gut Oberösterreichisch in Wien. Es kommt zur Aufführung der 7. und mit dem Wiener Philharmoniker, natürlich war der Verriss gebucht, aber er war nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Das rührt mich an. Aber das eine ist sozusagen das Biografische und wir haben halt jetzt Bruckner ja. Also ich habe da auch irgendwie eine gesunde Distanz zu. Und das ist natürlich unser Gegenstand im Moment. Ein guter Anlass, sozusagen das zum Thema zu stellen, wo sozusagen Formate entwickelt und sozusagen auch Geld bereitgestellt wird, um was zu machen. Aber der Punkt, der mich eigentlich mehr interessiert, ist sozusagen dieser Brennspiegel und dieser Vergrößerungsspiegel in die Gegenwart, weil von Gedenkjahren, die sozusagen nichts mit der Gegenwart zu tun, halte ich gar nichts.
Aber es ist eine oberösterreichische Biografie, es ist eine Figur, die nicht leicht zu fassen ist, die widersprüchlich ist, uneindeutig ist und es ist große Musik, nicht nur Symphonien, er hat ja auch Kirchenmusik und so weiter, der man auch auf der Spur sein kann und wo man so ein bisschen den Weihrauch und das Pathos wegwacheln kann, um einmal zu schauen, was ist denn da eigentlich los über der Figur, aber auch sozusagen in der Aufführungsgeschichte merkt man ja jetzt, dass da vieles aufgeräumt wird. Aber wie relevant kann man so einen Musiker und so eine Musik für die Gegenwart machen? Also jetzt kann ich sagen, das ist für Musiker, und jetzt haben wir schon ein bisschen erörtert, was für Musiker interessant ist. Ist Bruckner irgendwie immer interessant, weil es immer etwas zu entdecken gibt, wenn ich jetzt dem folge, etwas vereinfacht gesagt, was wir gerade gesprochen haben. Jetzt hat das in der Zeit der Uraufführung oder der ersten Aufführungen die Leute richtig empört. Da hat man ja, das war ein tatsächlich gesellschaftspolitisches, aktuelles Ereignis. Jetzt sind wir 130, 150 Jahre später, das wird in den Konzertsälen abgehandelt. Kann das noch eine gesellschaftliche Relevanz haben? Also ist Bruckner zu musizieren, außer dass es Musikfreunde erfreut, irgendwie relevant gesellschaftlich? Naja, natürlich, da sind wir wieder bei dem vorher, jede Art von Ehrlichkeit ist relevant. Und ich glaube, das ist was, was wir auf keinen Fall als Gesellschaft verlieren dürfen. Dass jemand ehrlich zu uns spricht und wir uns dem stellen. Und dass in all dem weißen Lärm, der da draußen ist, oder nicht immer nur weiß, dass da doch alle Formen von künstlerischer Ehrlichkeit, die uns geboten werden, sei das jetzt in der Musik, sei es in der Literatur, im Schauspiel, in der darstellenden Kunst, in der bildenden Kunst, überall gibt es Menschen, die mit einer großen Kraft auf uns wirken. Und ich glaube, also was natürlich spricht jetzt nicht jedes Kunstobjekt, und da zähle ich jetzt auch hörbare Kunstobjekte dazu, jeden Menschen an, aber wir müssen uns das erhalten, dass wir auch die nächste Generation auf diese Suche schicken, sich diese Quelle der Ehrlichkeit für sich zu entdecken. Mhm. Und also da, das macht glaube ich, die gesellschaftliche Relevanz aus. Ja. Und das, glaube ich, ist dann sozusagen unsere Aufgabe als Vermittler, als Pädagogen, als Führungskräfte, diese Dringlichkeit auch sichtbar zu machen, zu sagen, es geht ja jetzt nicht, also wir müssen jetzt nicht 500.000 Menschen zu Brucknerianern machen, aber wir müssen 500.000 Menschen auf die Reise schicken, zu sagen, schau, das ist dort draußen, da ist eine ganze Welt von Bruckners eigentlich. Mhm. Und der ist halt einer davon und wir haben jetzt die Chance, diese Intensität zu zeigen, die dieser eine Mensch gelebt hat. Aber das kann man dann ja umlegen und sagen, such dir deinen Bruckner. Mhm. Also wer könnte das heute für dich sein? Sozusagen? Genau. Ja, oder auch aus der Vergangenheit oder also das ist ja dann, das ist ja. Haben Sie für sich einen Bruckner gefunden? Ich habe viele Bruckners in meinem Leben. Gibt es einen Lieblingsbruckner gerade? Das kommt auch auf die. Das ist ganz schwer zu sagen. Also es gibt natürlich Komponisten, mit denen ich eine intensivere Verbindung habe als mit anderen. Aber also mich rührt der Bruckner natürlich auch an. Und ich habe auch bestimmte Lebenssituationen, wo ich mich daran erinnern kann, dass er mich auch, also ich kenne das auch, dass man mitunter dann da sehr privat erwischt wird. Norbert, Lieblingsbruckner gerade? Ich glaube, ich gehe noch mal einen Schritt, ich muss da sozusagen, es geht ja um Kultur, wo Kunst eine große Rolle, warum soll denn das überhaupt eine Rolle spielen? Da kann man ja sagen, gut, der Rummel kommt aus einem bestimmten Haus, der Travöger ist ein Musikerkind, die arbeiten noch dazu in der Bubble, ich überspitze das jetzt, und die wollen halt das irgendwie auch für die Gesellschaft haben. Das stimmt wahrscheinlich auch so, weil wir so aufgewachsen sind und sozusagen auch so hineingewachsen in unsere Professionen. Aber mir wäre das selbst nicht genug, sozusagen nur mir selber Genüge zu tun und würde sozusagen
was ist denn Kultur eigentlich und was spielt die Rolle der Kunst? Genau. Und was macht denn die Kunst, und das klingt jetzt wieder ein bisschen pathetisch, und so, einfach zu uns auch an das Ungreifbare, und wenn es einfach das Ungreifbare des Menschseins erinnern, in einem zweckfreien, in einem nicht kalkulierbaren Raum uns bewegen und sozusagen, das ist für mich auch für mich persönlich ein urmenschlicher Raum. Und wenn Menschen in ein Konzert, und das muss ja nicht Bruckner sein, das kann ja alles Mögliche sein, Taylor Swift, wie die alle heißen, sozusagen, da kennt sich meine Tochter besser aus, wo ich wiederum überhaupt nicht verstehe, sozusagen, was daran faszinierend ist, macht ja nichts. Es rührt viele Menschen. Aber zusammenzukommen, gemeinsam zu hören, irgendwie Gemeinschaft zu erfahren, ist ja nicht zu unterschätzen. Mhm. Und in diesem Moment zurück auf diese Bruckner-Figur, der kommt aus diesem oberösterreichischen Kulturraum. Und ich bin wirklich, und das habe ich von Anfang an gesagt, ich möchte keinen patriotischen oberösterreichischen Komponisten draus machen. Nämlich mir san mir finde ich völlig schrecklich, wenn sozusagen diese hermetische Haltung, weil Bruckner hat ja genau was anderes gemacht. Er kommt sozusagen vom Land und hat die Kirche, sozusagen die Domkirche des damals ein Zehntel so großen Linz, zum Weltraum gemacht, weil er auf einmal improvisiert hat, wie keiner hier im Land. Mhm. Nicht nur lang, sondern einfach Dimensionen aufgeschlagen hat, die nicht ortsüblich waren. Und raus aus dem ortsüblichen, aus dem sozusagen kalkulierten immer wieder zu kommen, und ist wahrscheinlich auch in der Forschung auch wichtig, um drauf zu kommen, sozusagen immer wieder in diesem Nicht-Müssens-Raum, ja, aber in diesem menschlichen Raum, um Verbindung zu spüren. Das klingt jetzt wirklich pathetisch, aber daran glaube ich, und das ist sozusagen auch jetzt, wenn ich in Bruckner, ja, und das kurz, ich habe ein Bild gehabt, dass viele Menschen in Bewegung sind, und die müssen sich nicht unbedingt an den Symphonien abarbeiten, sondern ihn sozusagen triggern, wir haben ja alles Mögliche. Und da taugt die Figur wie das her, dass wir sozusagen eine Lehrerfigur des 19. Jahrhunderts, was ist denn Schule heute? Mhm. Der hat damals, wie schaut das aus? Was bis hin zur Kulinarik, bis hin zu dem, dass wir alle sozusagen glauben, das ist so ein alter Mann, der irgendwie viel zu beleibt, in viel zu großem Kleid, ohne Haar, sozusagen weltabgewandt durch die Gegend blickt. Der war ein flotter Tänzer, der war ein hervorragender Schwimmer, der war ein Orgelimprovisator, wo tausende Leute in Paris, aus hier in London waren. Also eine Figur, die viele Seiten hat. Und er hatte auch unglaublich viele Krisen und hat sowas wie Burnout, Bad Kreuznach sozusagen, eine unglaublich zeitgemäße Figur. Und diese Figur finde ich interessant, über die, mhm, Musik hinaus, dass wir uns an dieser jetzt ganz besonders sozusagen in Bewegung, gemeinsam in Bewegung kommen und Dinge entwickeln und zusammenkommen. Mhm. Und das ist das Schöne für mich persönlich, dass so viele Menschen auch draußen am Land irgendwie sich was einfallen lassen, dass es viele Allianzen, Kooperationen, Kombinationen zwischen Vereinen und Menschen gibt, das nicht gab, dass der David Wagner jetzt sozusagen seit ein paar Tagen mit seinem Fahrrad in alle Bruckner Straßen unterwegs ist, dort Themen einsammelt und vom Musikverein bis zum Chor alle möglichen Menschen trifft in Bruckner Straßen, die deswegen so heißen, weil das Dritte Reich in Oberösterreich so viele Bruckner Straßen installiert hat. Also auch diese Ebene. Und dann wird das sozusagen auf vielen Ebenen, wird diese Figur sehr tauglich, uns mit uns und unserem Umgang und was uns wichtig ist, von wo wir kommen, wo wir stehen und wo wir hingehen. Mhm. Und das finde ich sozusagen das Tolle an dem Fest. Mhm. Aber das ist ein bisschen ja so wie ein großer Mantel einer Figur sozusagen, wo man darunter alles Mögliche hineininterpretieren kann. Du schreibst ja in deinem Buch etliche Briefe an den Bruckner. Du versuchst ja irgendwie an jemand anzuschließen oder dem nahe zu kommen, der schon 130 Jahre tot ist. Die Gefahr ist ja immer, dass man dann in so einer Form der Beschäftigung einfach Versatzstücke nimmt, die einem halt gerade irgendwie passen, und die Person muss sich das auch gefallen lassen, weil sie ist ohnehin schon aber tot. Aber so ist es ja. Das passiert uns auch Lebenden so, dass ich irgendwie ein Versatzstück von jemandem... Ich frage mal etwas salopp, ist das ein redlicher Umgang mit einem Verstorbenen, dass man einfach alles hernimmt, was er irgendwie zu bieten hat und drumherum seine eigenen Geschichten baut?
redlich ist da jetzt ein großes Wort. Also geht es schon um einen ernsten oder sozusagen ehrlichen Umgang damit, ob wir das trinken. Also wenn wir machen ja jetzt sozusagen keinen Souvenirladen, zudem ist er auch viel zu wenig marketingtauglich. Und das ist sozusagen das Schwierige an der Figur, zwingt uns ja in gewisser Weise zur Auseinandersetzung. Und ich hoffe, dass ich sozusagen da irgendwie auch in meinem Buch disparat, so sehr ich ihm nahe kommen möchte, ich bleibe in all meinen Briefen, das hat mich sozusagen jetzt ein deutscher Musikjournalist gefragt, warum ich nicht per Du bin, der ist doch ein Landsmann. Ich bin immer per Sie mit ihm. Und, aber einmal kommt der Du vor, habe ich gelesen, bei einem... Glaubst? Am Schluss eines Briefes, auf einmal ist er Du drinnen. Habe ich gedacht, oh, wo kommt denn das verschrieben jetzt? Wahrscheinlich. Muss ich auch schauen, ob ich das klar fahren finde. Ich weiß schon von zwei Tippfehlern und dass man das Du auch noch unterläuft, sind dann schon drei Fehler. aber sozusagen, um die Distanz zu wahren, aber ich schreibe ja im ersten Brief, es tut mir leid, ich möchte ihn nicht treffen und ich genieße die Gnade meiner späten Geburt, ihn nicht zu treffen, weil ich sozusagen, wenn ich ihn sehen würde, ein bestimmtes Bild hätte. Und ich möchte sozusagen dieses Disparate, das ich nie zu fassen kriege, auch aus Distanz sozusagen wahren. Das finde ich eh nicht auf Anhieb, aber wann ist Das kontrollieren, ja. Ich möchte gerne Sie jetzt auch in das Gespräch mit einbeziehen. Jetzt zeige ich Ihnen den Rücken, sehr unhöflich schon die ganze Zeit, aber Sie können die Vorderseite auf dem Bildschirm ja mitsehen. Möchten Sie sich gerne an unserem Gespräch beteiligen, an dieser Frage Bruckner in die Gegenwart zu bringen, uns mit Bruckner heute zu beschäftigen? Haben Sie? Ja, bitte, Peter. Zwei Fragen. Herr Rommel, wie geht es Ihren Schülerinnen und Schülern im weiteren Leben? Das heißt, bekommen die Anstellungen, gibt es sehr viele traurige Erlebnisse, dass sie nicht das erreichen, was sie sich vorgestellt haben? Die zweite Frage an Herrn Travöger. Wenn Sie beim Vorspielen handwerklich sehr gute Leute haben. Spüren oder merken Sie, der hat aber jetzt einen Bezug gehabt zu dem Komponisten und der hat keinen Bezug zu den Komponisten gehabt, unabhängig von der handwerklichen Ebene, also rein nur die empathische Situation. Das ist eine... bis zu einem gewissen Grad schwierige Frage, weil natürlich kann man in viele junge Leute nicht reinschauen, was sie sich vorstellen, was sie, wie sie glauben, dass ihr Leben aussehen wird. Wir sind sicher, dass so viel können wir sagen, unter den Universitäten im deutschsprachigen Raum eine mit der höchsten Berufsquote. Einerseits natürlich, weil wir diese privilegierte Situation des Landesmusikschulwerks haben, für das wir ja auch einfach gezielt Ausbildung betreiben und wo wir auch unsere Inhalte, natürlich alles, was jetzt sozusagen die Vermittlung, die Pädagogik betrifft, auch benchmarken, wenn Sie das Wort verwenden wollen. Im künstlerischen, rein jetzt ausübenden Bereich, also nicht im unterrichtenden, ist wie seit hunderten Jahren natürlich auch in vielen Karrieren Zufälle und Glück dabei. Aber also dass wir von sozusagen jetzt gescheiterten Existenzen hören, das ist sehr selten. Natürlich gibt es ab und zu mal, dass man hört von jemandem, der dann irgendwann aussteigt, was anderes macht. Aber ich glaube doch, dass wir es schaffen, unseren jungen Leuten ein Bild mitzugeben, das eben nicht... dass es nicht ein Arzt mit einer Pille ist. Und wenn dann eine Krankheit daherkommt, für diese Pille nicht passt, dann müssen sie den Beruf wechseln. Sondern dass wir es schaffen, eine Geisteshaltung und auch ein Handwerkszeug mitzugeben, die den Anforderungen dieser ja wirklich immer schwieriger zu fassenden Berufswelt, in der wir uns hier bewegen, gerecht werden können. Und dadurch, glaube ich, sieht man auch in unserem Buch, wo ja ein paar unserer Absolvierenden auch erzählen, wie die Lebenswege gehen, und da sind dann sehr oft Kurven drin, wo man sagt, oh, das hätte ich jetzt aber nicht geglaubt. Und die kommen trotzdem damit zurecht und finden sich eine künstlerische Ausdrucksform, und darum muss es uns letztendlich gehen.
Die Frage ist sozusagen, ob man, ich sage jetzt so einen gewissen Tauber oder Charisma auch entdecken kann über das Mechanistische hinaus, ist sicher, wobei man, der eine würde vielleicht sagen, mir gefällt das, mir spricht das an, und der Nächste, ich meine, ich war ja auch oft genug in Jurien, sagt, das ist einfach überhaupt nie nichts. Sozusagen. Das ist, hat immer auch vielen, bis zu einem gewissen Grad viel mit dem Empfänger zu tun, wenn sozusagen ein gewisses Niveau erreicht ist. Aber ich denke gerade an gestern Nachmittag, drei junge Musikerinnen, die sich für den Bundeswettbewerb in einer Masterclass vorbereiten, weil in Schlegel diese hören durfte, 17-, 18-Jährige, die alle ihr Instrument schon erstaunlich, in einer erstaunlichen Virtuosität beherrschen. Aber ich hatte bei allen dreien das Gefühl, bei aller Unterschiedlichkeit und vielleicht auch bei der unterschiedlichen Ausprägung der Dringlichkeit, dass schon, dass die was zu sagen haben. Dass das sozusagen so ein inneres Brennen ist und ein inneres Müssen, wie Schönberg sagt, sozusagen eine Leidenschaft zu hören, die dann irgendwie auch ansteckend ist. Natürlich wird man unterscheiden können, aber es kommt ja heute eigentlich fast nicht mehr vor, wenn wer nur mechanisch unglaublich virtuos ist. Auch das kann ja verzaubern, je nach Musik. Das ist, die Zugänge sind so unterschiedlich, und jetzt denke ich nur an die, jetzt denke ich sozusagen an die Großen. Wir hatten, weil ich den Janowski schon zuerst im Mund hatte, einen alten Dirigenten, der eigentlich relativ minenlos ein klares Taktbild schlägt, ohne wirklich groß ekstatisch zu werden während einer Bruckner-Symphonie. Und man sich sagt, ja, vom Bild her ist es zwar eine hohe Konzentration und Klarheit da, aber eigentlich keine verschiedenen energetischen Zustände. Wenn ich das jetzt mit Poschner vergleiche, wird das ganz anders sein, sozusagen. Aber es sind einfach zwei verschiedene Zugänge, wenn man sozusagen die visuelle Bild einfach jetzt weg und nur zuhört, hört man zwei hochintensive, spannende, unterschiedlich gelesene Bruckner-Symphonien. Der Janowski sozusagen als alter Kapellmeister, der spielt sich auch viel in der Vorbereitung ab, im Probenprozess, wo er einfach seine Dinge erklärt und der sozusagen auch irgendwie gelernt hat, da große Emotion, er ist ein Werkdiener, das ist Poschner auch, aber ganz anders. Da übersetzt sich im Moment des Konzerts wahrscheinlich viel der. Beide sind sie leidenschaftliche Probierer und gehen aber unterschiedlich, also jetzt einfach nur vom ersten Blick sehr unterschiedlich mit dem um. Und wenn ich jetzt sozusagen selber Janowski nicht kennen würde und keinen Ton im Fernsehen, würde er mich wahrscheinlich nicht, auf mich persönlich nicht so faszinieren, als wenn ich jetzt Poschner oder einen anderen leidenschaftlicheren Dirigenten sehe. Aber unterm Strich haben mich beide, also auch die Bruckner 5 mit Janowski sehr, sehr, sehr eingenommen. Bitte. Ja, ich spreche da als frühere Klarinettistin in einem Jugendsymphonieorchester. Ist schon ein bisschen verjährt mittlerweile, aber dieses Gefühl, in einem Klangkörper zu sein, und darum meine Frage auch an Sie beide, an der Universität ist natürlich das ganze Jahr, über viele Jahre hinweg, dieser Fokus auf dem jungen Menschen. Im Bruckner Jahr haben wir es jetzt nochmal fokussiert, vielleicht, dass Sie auch ein paar Worte noch sagen können zur Erfahrung und auch zur Bedeutung einer musischen Ausbildung für junge Menschen, weil ich finde, also wenn ich so zurückdenke, das ist wirklich eine physische, also wirklich in der Propriozeption auch eine Erfahrung, die vergisst man einfach nicht. Ja, also da ist ja, ich meine, da gibt es jetzt unzählige Studien, die das über Jahrzehnte beweisen, von jedem Kind ein Instrument bis ich weiß nicht was alles. Ne? Also ich glaube schon, und das sind ja auch Themen, die uns als Universität beschäftigen, da sind wir wieder bei der Relevanzdiskussion. Nicht? Jetzt kann man natürlich sagen, ich musste jetzt gerade vor ein paar Tagen irgendwo eine Rede anhören, eine Festrede, wo jemand allen Ernstes vor einer Kulturversammlung, die insbesondere die Musik sozusagen auf den Unterhaltungswert runter reduziert hat. Und da sah ich, wie also eben ein kollektiver Zwerchfellhochstand in dem Saal losging. Weil wir natürlich viele Dinge versuchen zu kultivieren, ich benutze das Wort bewusst, in jungen Menschen und letztendlich auch in uns selber als lernende Organisation, nämlich das, was wir vorher schon angesprochen haben, Ausdauervermögen, Kritikfähigkeit, Kollektivfähigkeit, Teamfähigkeit,
Kreative Problemlösung, mechanisches Lernen, Körpergefühl, alle diese Dinge, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine Viertelstunde Begriffe aufzählen, die das alles, die eine Kunstausbildung, Musikausbildung mit sich bringt. Tanz, Schauspiel ist genau das Gleiche letztendlich, Sprache ist eine andere, aber die Form des Miteinanderarbeitens ist ähnlich. Gleichzeitig die Demut vor einem Werk. Also, dass man auch nicht immer nur ich, sondern dass man auch einmal sagt, wer ist eigentlich der Mozart und wie kann ich ihm dienen? Und ich glaube, das sind alles Fähigkeiten, die einer Gesellschaft gut tun. Und wir sehen ja zunehmend, dass diese Fähigkeiten dann letztendlich auch zu Berufswegen führen, die außerhalb des Feldes gehen und wo die Leute dann erfolgreich werden darin. Und es geht so weit, dass die ganz klugen Unternehmen inzwischen sich immer eine Kunstumgebung in ihre Beraterumgebung holen. Ganz berühmtes Beispiel, Audi, das Top-Management von Audi hat sich einmal irgendwann von den Münchner Philharmonikern erklären lassen, wie ein Orchester funktioniert. Warum spielen sie alle, wenn der ist, und auch wirklich alle zusammen? Und warum wollen sie das? Wie akzeptieren sie den Dirigenten? Also das ist ja auch ein gruppendynamischer Prozess. Und zu verstehen, wie Führung funktioniert und wie auch geführt werden funktioniert, was man da auch von sich sozusagen einbringen muss, damit man mal irgendwem glaubt, ja, das ist gescheit, da gehen wir jetzt einmal hin. Und auch sich einlassen darauf. Also das sind alles Eigenschaften, die wir versuchen zu vermitteln, manche bewusst, manche unbewusst. Manche davon entdeckt man selber erst 20 Jahre nach der Ausbildung, dass man das eigentlich einmal gelernt hat, nämlich diese Soft Skills. Und manche anderen, auch zunehmend in dieser Relevanzdiskussion, thematisieren wir auch und sagen, schau, also wir bringen jetzt ja nicht nur 1000 Studierenden bei, dass sie jetzt ihr Instrument irgendwie beherrschen, sondern wir versuchen da ein Gesellschaftsbild zu erzeugen, wo wir sagen, selbst wenn du dann nicht auf der Carnegie Hall Bühne landest, was viele auch gar nicht wollen, aber du kannst das und das und das und das und damit musst du jetzt nicht nur automatisch Kunstausübender bleiben, sondern dann macht man irgendeinen anderen Lebensweg und landet plötzlich in einem ganz anderen Feld. Aber darf ich vielleicht auch noch eine Frage ergänzen, weil auch Rektor Koch von der JKU da ist und der eher von der Informatik, also eher aus diesem technischen Bereich kommt. Wenn man jetzt spreche ich mal als Journalistin, sich sozusagen eine gesellschaftspolitische Diskussion anschaut, dann ist zum Beispiel die Wichtigkeit von KI und von all diesen technischen Ausbildungen und Tools gesellschaftlich vollkommen außer Frage. Also das ist im Gegenteil, da wird momentan hineingepusht, was nur geht. Während ich bei den künstlerischen Ausbildungen das Gefühl habe, so ähnlich wie jetzt unsere Debatte auch gerade geht, immer wieder so einen leichten Rechtfertigungsdruck, warum man eigentlich wichtig ist, also warum es das eigentlich auch braucht, warum man eigentlich in so etwas Nutzloses sozusagen auch investieren soll als Gesellschaft. Kann ich Ihnen genau sagen, da habe ich eine ganz polemische Antwort drauf, weil im Krieg schert sich dann keiner mehr um die KI, da liest niemand ein Mathematikbuch, sondern da hören sie alle Mozart. Also das ist ein harter, weiß ich schon, aber das ist so. Also das eine ist für die Friedenszeiten das meine ich jetzt auch für die persönlichen Friedenszeiten. Also es muss ja nicht immer gleich draußen der Weltkrieg herrschen. Aber wir sind als Menschen so gestrickt, dass wir im persönlichen Frieden natürlich unser geistiges Fortkommen brauchen, aber letztendlich im persönlichen Unfrieden, Krieg, Krise, da brauchen wir die Künste. Also, das ist so. Und das so ist als eine Raumerweiterung. Also eine Raumerweiterung für das eigene Schwingen der Existenz. Mhm. Und da bin ich ganz weit weg von der Rechtfertigung, weil, wie gesagt, also den Menschen, der, wenn er sich von seiner Frau getrennt hat oder die Mutter verloren hat, dann die gesammelten Werke von, keine Ahnung, Pythagoras liest, den möchte ich sehen. Mhm. Okay. Mhm. Entschuldige, Stefan. Nein. Cornelia, sozusagen, diese
Ich stelle mir jetzt sozusagen nur kurz ein Land vor, sozusagen wir haben in Oberösterreich 438 Orte und 478 Blasmusikkapellen. Wenn ich das hochrechne und mal sage, ungefähr 40, 50 Leute sind pro Blasmusik, das sind 25.000 Menschen, die in der Woche 2 Stunden, 3 Stunden was gemeinsam machen. Na bitte. Ich möchte mir kein Land vorstellen, sozusagen, wo das fehlt, diese Gemeinschaftserfahrung, Gemeinschaft auch dann ein Stück hinzubringen und sagen, boah, das haben wir geschafft und bei der Wertung haben wir dann auch noch gut abgeschnitten, da haben wir vielleicht sogar einen Preis gekriegt. Und vor allem ich habe heute erst gehört, dass in Hilbern, einem Teilort von Sierning, das größte Musikheim Oberösterreichs gerade gebaut worden ist, weil dort auf, weiß ich nicht wie viele hundert Einwohner, über 80 aktive Blasmusiker plus Jugendförderung und ich weiß nicht, was alles kommt. Da macht man was gemeinsam und macht eine kreative Erfahrung. Ich muss dazu wissen, sozusagen alle diese Parameter der Ausdauer, die wir schon wieder ins Spiel bringen. Ich bin da auch, ich werde auch immer nervös, aber es gehört aber, ja zu unserer. Ich komme gleich auf diese Frage, aber ein Thema ist mir da schon wichtig, weil man gerade über dieses Bildungsmotiv, also dieses Persönlichkeitsbildungsmotiv auch sprechen. Ich höre, dass zum Beispiel, also es ist unbestritten, in der Elementarpädagogik müssen zum Beispiel Elementarpädagoginnen und Pädagogen kein Musikinstrument in Zukunft mehr können. Ja? Es gibt Kindergärten, da wird nicht mehr miteinander gesungen. Ich war vor kurzem beim Christian Danhäuser, bei diesem bildenden Künstler, der absichtlich in Schulen geht, um mit Kindern zu zeichnen und kreativ zu gestalten, weil das einfach kaum mehr Platz hat in der Schule. Also da nehme ich schon wahr, dass sich eine Kluft entwickelt zwischen der Gruppe, von der ihr jetzt sprecht, ja, die auch ein Instrument lernen können, die irgendwo andocken können und denen, die nicht einmal basal mehr singen können miteinander. Das ist, wenn man es jetzt weiterdenkt in unsere politische Landschaft und in die Spaltungen, die da aufgehen, wenn das auch noch dazu kommt, dass man sie nicht einmal mehr im Musischen verstehen kann, ja? Keine gemeinsamen Lieder mehr hat, dann wird es wahrscheinlich schwierig, oder? Ja, darum haben wir jetzt sozusagen, nutzen wir die Chance eines Brucknerjahres, um eine möglichst große Bewegung auch außerhalb der Bubble, also die sozusagen, die sich irgendwie überzieht, um Leute zusammenbringen, um in Wirtshäuser sozusagen gemeinsam zu singen, alles zumindest versuchen. Man kann immer sagen, es ist alles zu wenig und sozusagen ist ein Bildungsthema und es ist ein gesellschaftliches Thema. Aber machen wir halt das, was jetzt möglich ist sozusagen. Und je mehr begeistern das vielleicht, Begeisterung ist ja auch ansteckend. Ja, aber wo sind die gemeinsamen Räume des Singens? Ich denke mal, ich habe Singen in der Kirche gelernt, weil man einfach jeden Sonntag in dieses Singen integriert worden ist. Ich habe auch kein Instrument lernen können. Also, diese Räume? Ich glaube, da sind wir wieder bei dem, also man muss ja das tun, was man tun kann. Weil wenn ich sozusagen resigniere vor der großen Aufgabe, das ist wieder Klimawandel und sonst was. Also ich möchte vielleicht dahin, dass man sagen kann, haben so große Institutionen wie eine Uni, sowas wie ein so ein großes Unternehmen wie die Expo, auch aus dieser Kulturproduktion, ich sage es einmal so, bewusst herauszugehen und auch diese ganz basalen künstlerischen Fertigkeiten in der Gesellschaft zu fördern. Wir können sicher nicht alles leisten, was sozusagen. Nein, das ist schon klar, aber es geht ja auch um Lobbying sozusagen für solche Themen. Ja, natürlich, weil es einfach ein Riesenthema ist sozusagen, weil das im Moment einfach ein Riesenthema ist mit allen möglichen Formaten, Aggregatzuständen, auch medial, weil das ein Riesen, wenn da ein bisschen was bleibt sozusagen auch. Und natürlich braucht es, und da gibt es ja sozusagen einen politischen Willen, das stattfinden zu lassen. Und es kann immer mehr sein. Und natürlich. Aber letztendlich ist jeder Einzelne, den man erreicht, der vorher nicht dort war, sein Erfolg.
Also ich sehe das wirklich ganz pragmatisch. Das ist ja, also ist ja wie in einem Konzert auch. Also was ist jetzt besser? Also spiele ich lieber vor 100 Leuten, die alle nur dorthin gehen, um gesehen zu werden, oder vor 10, wo 9 davon zu Tränen gerührt sind? Also das kann man nicht, also das kann man nicht messen in was, also ich glaube einfach wirklich, dass 1:1 zählt und jeder Einzelne, der für sich was erlebt und sagt, weil der erzählt das ja dann auch weiter. Das ist also, dann hast du im klassischen Konzert nur die alten Leute, aber das war schon vor 40 Jahren so. Also, kann man auch insoweit widersprechen. Gott sei Dank kommen ständig welche nach. Erstens kommen immer alte Leute nach. Und außerdem, die Jüngeren sieht man nicht, weil die können sich die teuren Plätze nicht leisten. Ja. Also, wir haben Situationen in Linz gehabt, in einer Stadt von 220.000 Einwohnern, wo allein nur klassische Ereignisse, sozusagen 3 oder 4 aufeinander geprallt werden, und ich habe es dann einmal durchgerechnet und gesagt, wir waren heute nicht ausverkauft, da waren nur 800 Leute. Da habe ich gesagt, da gegenüber war was, im Theater war was, was. Da habe ich gesagt, wenn du das zusammenzählst, waren heute nur 4.500 Menschen in dieser Stadt in einem klassischen Ereignis. Natürlich ist die Dichte und das Angebot auch viel größer geworden, und wenn man in Oberösterreich schaut, wie viele wunderbare Säle und Festivals, glaube ich 80 gibt, die sozusagen draußen am Land das Vibrieren in Schwingung halten, das ist ja, kann trotzdem nicht abkommen, und ich teile sozusagen, ich will mich aber sozusagen dem nicht hingeben, sondern weiter brennen dafür, auch persönlich. Wir sind ja eigentlich ein unglaublicher Kulturlandstrich, mit diesem dichten Musikschulnetz, 60.000 Musikschülerinnen, die da sind. Natürlich müssen wir kämpfen dafür, dass das nicht nur am Status quo ist, sondern irgendwie sich weiter ausbreitet. Ja, aber letztendlich gibt es eine Richtung nach vorne, ne? Also das hat ja keinen Sinn da. Vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück, oder? Hat schon der Günther Nenning gesagt vor 40 Jahren. Bitte. Ja, ich habe noch was mitgebracht, was leider nicht mehr gibt. Ja. Was ich sehr, sehr schade finde, ja, und einige andere auch. Ja. Man kriegt sozusagen nichts mehr aus der Bruckner Uni richtig mit, außer dieses Leporello, was man so. Dann geht man ans Internet, ich bin nicht so versiert, aber ich habe das sehr, sehr, das ist das letzte, glaube ich, 2020, ja. Vollkommen, sehr, sehr geschätzt und immer meine kleinen Notizen reingemacht. Und ich würde mir wünschen, dass es wieder dieses Heftchen gibt, wo man wirklich auch die Schüler, also ich sage jetzt einfach Schüler, Studentinnen kennenlernt, ja, liest. Und manchmal gucke ich dann sogar an alte Hefte noch und sage, mal, wie heißt sie jetzt nochmal, mit der habe ich doch zusammen irgendwo, der Computerraum gibt es ja nicht mehr, oder unten Cafeteria früher mal zusammengesessen. Also das wäre für mich, und das sind viele, die den Wunsch haben. Und dann muss ich jetzt sagen, das ist das. Und das andere ist das, was es ja früher auch gab bei den Programmen, was ich früher schon angekreidet habe, eigentlich wegen Umwelt. Ich habe sehr viele davon zu Hause und werde dann immer kreativ. Jetzt hatte ich eine 89-jährige Freundin und habe dann halt sozusagen Geburtstagskarten daraus gemacht, ja, wo ich sage, also umweltmäßig. Und jetzt muss ich noch was kurz erzählen, weil hier gesagt wird, ein bisschen über den Tellerrand und weiter. Also ich schicke immer, ob das jetzt Theater ist oder auch jetzt vom Brucken, habe ich gerade nach Berlin wieder geschickt, und telefoniere dann darüber, weil ich von meiner Kindheit eine Lehrerin habe, die ist jetzt 99, die Musiklehrerin war, und die Schwester ist 90, über die Programme, um dann halt zu reflektieren, und das finde ich total stark, sie hat mich jetzt vor kurzem an, ja, und das und hier, zum Beispiel die Jüdin im Theater, ja, da haben wir lange diskutiert am Telefon, und das wollte ich bloß sagen, dass ich also auch versuche, so ein Stück Linz über die Grenze zu schicken und eine Resonanz zu kriegen, ja. Das in deine Richtung, Norbert, ja. Das, Dankeschön. Ja, bitte. Naja, also zu dem Bühne frei kann ich natürlich nur sagen, dass Sie haben das letzte Heft in der Hand, das war vor Corona. Wir haben dann 3 Jahre, glaube ich ja wirklich, also gerade die Universitäten haben da eine sehr disruptive Zeit erlebt, wo wir wirklich alles, was wir tun, hinterfragt haben und hinterfragen mussten aus den allerverschiedensten Gründen. Und wir haben dann in einem wirklich relativ aufwendigen Denkverfahren uns ja auch überlegen müssen, wie beleben wir unsere Veranstaltungen wieder, wie beleben wir unsere,
unsere, das rein physisch das Haus auch wieder, weil es war 2 Jahre mehr oder minder ja zu, nicht? Weil wir konnten nichts machen. Und da sind halt manche Formate verändert worden und also nicht fortgesetzt worden oder durch was anderes ersetzt worden. Das Bühne frei ist eines jener Formate. Zum Teil natürlich auch, muss ich auch sagen, aus Kostengründen. Das wird immer aufwendiger und immer teurer. Und also allein die Papierpreise, wissen Sie alle, haben sich verdreifacht und vervierfacht. Und wir haben dann gesagt, also dieses Format ist in der nächsten Phase jetzt dann nicht mehr so ganz das, womit wir weiter tun. Aber ich nehme die Anregung mit und wir denken natürlich immer wieder auch nach, was erfinden wir an neuen Dingen und wie dokumentieren wir Sachen, die unsere Studierenden tun. Es ist halt jetzt derzeit nicht in so einer Magazinform, aber es findet immer noch statt. Der Herr Rektor hat unseren Sprechwürfel. Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich einmal gut darüber diskutieren, wie sehr man sich auch in Krisenzeiten in der Komplexität oder vielleicht Schönheit eines Algorithmus es auch verlieren kann. aber meine Frage ist eine andere und es hat mich sehr fasziniert. Und ich frage mich, ob nicht die Zeit oder die Muße und die Tiefe der Erarbeitungen wesentlicher Unterschied ist und etwas, das die musische Ausbildung noch auszeichnet. Also man braucht Zeit, um Dinge zu erarbeiten, sich hineinzuversetzen, das zu erarbeiten, ja, zu erüben. Und ob wir nicht sehr oft und sehr, sehr in vielen Kontexten unserer Gesellschaft diese Zeit und Muße, uns die zu nehmen und die auch zu bekommen, verloren haben. Also in vielen Bereichen schnelllebiger geworden ist, schneller funktionieren muss. Zum Teil auch schneller funktioniert, wenn auch vielleicht nicht in der Tiefe, die wir uns wünschen würden oft. Ja. Das ist im Übrigen eine der großen Herausforderungen in der Pädagogik. In unserem Feld derzeit, ne? Weil die Lerngeschwindigkeiten und auch die Lernformen der theoretischen Seite und der praktischen Seite inzwischen asynchron sind. Zu der Zeit, wo ich studiert habe, war das analoge Lernen von Harmonielehre, Musikgeschichte, Kontrapunkt, was weiß ich, was man da alles lernt, Tonsatz, war gleich schnell, wie das sich irgendwas instrumental erüben. Und es war auch der gleiche Vorgang. Man musste suchen gehen, man musste in die Bibliothek, man musste Musik hören, alle diese Dinge. Jetzt hat sich, wie in der gesamten anderen Welt da draußen, die ganze Lernform auch durch das Digitale verfügbar sein von so wahnsinnig viel Information verändert. Die Studierenden schreiben ihre Arbeiten auf ganz andere Weisen, als wir das noch getan haben. Aber bis man eine saubere Sechstentonleiter spielen kann, das dauert noch genauso lang wie vor 30 und wie vor 300 Jahren. Und diese Diskrepanz ist für uns durchaus eine Herausforderung, allein wenn wir mit den Studierenden umgehen, weil man natürlich, also nicht irgendwelche Komponistenbiografien oder so, ja, einen Klick haben sie es am Handy. Aber wie gesagt, die Sechstentonleiter, und da ist das, was du sagst, völlig richtig und ich glaube eben auch eine der wichtigen Erlebnisse, die wir vermitteln können, sagen, schau, es ist nicht alles am Knopfdruck, die Sechstentonleiter, da kannst du das tollste Smartphone haben, es ist immer noch falsch. Ne? Mhm. Bitte, Verena. Da mag ich kurz anschließen, also es geht auch ein bisschen so in diese Schnelligkeit, Kosten-Nutzen-Rechnung auch, da sind wir wieder beim Thema, was kann, darf, vermag Kunst, ist es eine Umwegrentabilität im Sinne der Wertschöpfung, was darf sie kosten für ein Bundesland, da mag ich übrigens dazu sagen, in diesem Buch sind sehr viele Stimmen auch, die dazu sich äußern, es war auch mit ein Auftrag, auch diese Metaebene sozusagen mit abzufragen bei unseren Gesprächspartnerinnen. Aber meine Frage geht woanders hin. Ich habe mit Franz Arnoncourt gesprochen, der über seinen Vater Nikolaus Arnoncourt natürlich berichtet hat. Und da geht es wieder in Richtung Bruckner. Nikolaus Arnoncourt soll gesagt haben, es gibt keinen Vorläufer für Bruckner und auch keinen Nachfolger in Wahrheit. Wie sehen Sie das erstens einmal? Und vielleicht können wir dann noch ein Lied singen im Anschluss. Die beiden haben ihre Instrumente mit Begleitung, dann klingt es richtiger vielleicht. Arnoncourt hat gesagt, dass es wie ein Mondgestein ist, auf die Erde geknallt, sozusagen wie ein Meteorit. Und das ist er wahrscheinlich in seiner Sprachlichkeit. Umgekehrt steckt er sozusagen, ist er in der Ausbildung, steckt er in der Tradition wie kein anderer
und hat gleichzeitig auch den Blick in das Neue. Also sagen, musikgeschichtlich ist er natürlich vom Handwerk her sehr angebunden an dem, was vorher ist, von Palästina auf, also über Jahrhunderte, aber findet in seiner künstlerischen Perspektive und auch im Blick in die Zukunft eine ganz eigene Lösung, die sozusagen monolithisch ist. Die monolithisch ist, die wahrscheinlich 1863 das Erlebnis des Tannhäuser Wagner ihn auch bestärkt hat, weil der sozusagen in einer künstlerischen Konzeption gearbeitet hat, wo der Bruckner sagt, okay, in diesem räumlichen, in diesem sphärischen, das macht wer, das befeuert mich jetzt, dass das sozusagen schon ein großer ist, der bestätigt mich jetzt. Aber es ist was Monolithisches, wo ich jetzt nicht sage, da geht es jetzt da oder da weiter, was man vielleicht bei Mozart anders einordnen kann, ganz bestimmt, ist auch noch mal eine andere Zeit. Aber ich glaube, das ist auch, das kann man auch dann aus der Zeit nicht rauslösen. Also diese Bedrohlichkeit des Ende des 19. Jahrhunderts hat er ja dann schon gespürt. Und letztendlich ist der Janáček zum Beispiel auch so jemand, nicht? Der ist genauso ein Monolith. Der ist jetzt in unserem hier jetzt nicht so, wir sind nicht so vertraut mit ihm. Aber das ist ganz ähnlich, auch der hat keinen Vorgänger, keinen Nach, der war wirklich ein Autodidakt, also der hat nie irgendwo wirklich studiert, ganz das Gegenteil. Und findet auch in eine Klangwelt, die, wenn man dann ein bisschen eintaucht, braucht man 5 Sekunden irgendwo und sagt, Janáček. Also das ist so unglaublich individuell, monolithisch. Und da sind wir dann letztendlich, es kommt immer wieder auf diesen Begriff der Ehrlichkeit zurück, wenn jemand so sich sozusagen bis auf die nackte Seele auszieht künstlerisch, dann kommt daraus auch diese Unverwechselbarkeit und dieses Monolithische, was eben auch nicht nachahmbar ist, weil dieses ganz ehrliche Empfinden ist dann bei wem anderen aufgesetzt, wenn er es jetzt nachahmt. Und das macht im Kern dann ja auch die Interpretation aus, oder? Also wenn ich jetzt aus der Perspektive des Publikums spreche, da gibt es sozusagen diesen unverwechselbaren Komponisten oder Komponistin, und dann gibt es einen Menschen, der in dem Moment, wo er das spielt, auch genau die Person zeigt. Und das ist das dann, was zum Schwingen bringt. Und da passt vielleicht an den Schluss, weil gerade angesprochen wurde, was von Künstlerinnen und Künstlern auch im Anton Bruckner Privatuniversität Buch gesagt wird, von Carola Braukold, einer Komponistin, habe ich mir das Zitat herausgeschrieben: Mit der Kunst erreichen wir ein Energiezentrum des Menschen, das wir nähren und fördern. Ja. Und das fand ich einen recht schönen Satz, der, glaube ich, das, was wir heute gesprochen haben, noch einmal ganz gut abschließt, dass es kein Selbstzweck ist, sondern dass das Energiezentrum genährt und gefördert wird. Und von Bernhard Günther, der Wien Modern verantwortet, er sagt, eine Welt ohne Kunst wäre wie eine Stadt ohne öffentliche Plätze. Mhm. Und das fand ich auch einen ganz treffenden Begriff für das, worum es geht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den beiden Autoren, bei Norbert Bruckner für sein Buch Dravöger oder bei Norbert Dravögler für sein Buch Bruckner und bei Rektor Rummel, 20 Jahre, 20 Stimmen, Gespräche über die Kunst und ihre Vermittlung. Beide Bücher sind auch verfügbar. Buchhändler Alex ist heute bei uns und Sie können die Bücher erwerben und nachlesen. Außerdem hat Rektor Rummel am 4. Mai, habe ich das richtig? Am 2. Mai seinen 50. Geburtstag und schenkt sich und uns die Brahms-Sonaten. Und ja, die hat er auch mit, wenn Sie die gerne. Sie haben es ja schon angesprochen, dass das so Berührungs-, die wievielte ist, wo die Tränen kommen? Die zweite, die 11. Sonate. Bei der zweiten. Weil das können Sie dann, wenn Sie die CD haben, selbst ausprobieren, ob es bei Ihnen auch
dieses Echo auslöst. Heute ist bei uns auch Erich Gattringer. Er hat einen Verein der Kepler und Bruckner Freunde in Linz ins Leben gerufen und dazu auch gleich eine Konfiserie. Und diese Konfiserie erzeugt Bruckner Pralinen und Kepler Planeten. Das alles in süß. Und wer es nicht süß macht, kann sich die beiden oberösterreichischen Größen auch in Form von Bier genehmigen. Das waren jetzt noch meine Ansagen. Morgen gibt es noch einen Kepler-Salon extra extern. Da geht es um Echtheit und KI im Zirkus des Wissens an der Universität mit Wolf Lotter als Keynote-Speaker, Martina Mara, der Professorin für Robopsychologie am Lied der JKU. Und in einer Woche hier am Montag gibt es zu Tisch bei Immanuel Kant mit dem Philosophen Thomas Moers für Sie. So, und jetzt hätte ich vorgeschlagen, nachdem die Herren ihre Instrumente mit haben, das war jetzt ja die Arbeit, oder? Das Reden für Musiker, nehme ich an, weil Musizieren selber ist ja keine Arbeit, sondern pures Vergnügen, nehme ich an, oder? Was soll man jetzt sagen? Genau, also im Brucknerschen Sinn hätte ich gesagt, spürt uns nur aus. Sowohl als auch. Weil Sie sind so viel, Sie lesen so viel. Übrigens steckt viel, in der Bruckner 5 steckt das ganze Mozart-Requiem drin, also war natürlich für Bruckner sehr wichtig. Und in der 5. Das arbeitet sich ziemlich ab am Requiem. Wie typisch bei Bruckner hört man das nicht immer so offensichtlich. Und das nächste kennst du auch, oder? Das geht auch, ja. Das ist kein Problem. Passt? Das nächste. Thank you.